herzlich willkommen. Mein Name ist Diana 80. Ich begrüße Sie zum Kunstmarketing für Künstler und natürlich auch für Firmen und Geschäftsführerinnen und Firmeninhaber. Ich mache Kunstmarketing schon seit 1990 als Galeristin und studierte Malerin und studierte BWLerin. Die PR- und Öffentlichkeitsarbeit ist deshalb so wichtig, weil jedes Produkt, jede Dienstleistung, jedes Kunstwerk eine eigene Bühne benötigt. Und zwar die Bühne der Zielgruppe. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, wie ist meine emotionale Story und wie verkaufe ich meinen Inhalt über eine emotionale Story. Denn eine emotionale Story will der Sammler haben, der Journalist, die Journalistin, die Redaktion, wenn ich Pressearbeit beginne. Ganz wichtig, was habe ich alles für Verkaufsargumentationen? Verkaufsargumentationen sind zum Beispiel ein Kunststudium und ein Meisterschüler an einer staatlich geprüften Kunsthochschule, Kunstuniversität. Das Gleiche kann ich aber auch erwirken, wenn ich sozusagen Quereinsteigerin bin oder Quereinsteiger in der Kunst und mache zum Beispiel an der 80 Kunstakademie Berlin eine Ausbildung in der freien Kunst und werde freie Malerin. Oder mache dort vielleicht eine Mappe für eine Eignungsprüfung an einer staatlichen Akademie. Ich muss aber wissen, dass sich bei einer staatlichen Kunstakademie sehr viele Menschen bewerben in der freien Kunst. Also außergewöhnlich viele. Das bedeutet, ich muss unter die ersten drei kommen mit der Kunstmappe, damit ich überhaupt einen festen Studienplatz erhalte. Ja? Also muss ich mehrere Mappen machen, um sicherzugehen, dass ich wirklich auch angenommen werde in diesem Jahr. Das heißt also, die Mappe kriegt dadurch eine höhere Gewichtung. Wenn ich falsche Arbeiten einreiche und dann durch die Eignungsprüfung falle, ist das nicht zielführend. Das muss ich vorher wissen. Also muss ich eigene künstlerische Arbeiten in die Mappe tun, ja, um an einer Hochschule, entweder staatlich oder privat, angenommen zu werden. Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, wenn ich Lehrdeputate hatte, heißt also als Dozentin tätig war, ist das in meinem Fall, ja, zielführend, weil ich kann immer sagen, dem Sammler, oh, ich war ja Dozentin in BWL, in der Kunst und natürlich auch in der Kunstgeschichte und so weiter. Das heißt also, ich habe einmal das Studium als Verkaufsargument, dann habe ich eine Dozententätigkeit oder mehrere Dozententätigkeiten in meinem Fall, die ich als Verkaufsargument anführen kann. Dann habe ich natürlich noch Rezensionen von Kunstgaleristen und auch Kunstwissenschaftlern und auch Redakteuren und auch Journalistinnen und gleichzeitig Empfehlungsschreiben von meinen Professorinnen und Professoren und auch nochmal Empfehlungsschreiben von sogenannten Kunstsammlern. Und zwar, was ist ein Kunstsammler? Ein Kunstsammler ist nicht die Person, die in meiner Nachbarschaft wohnt und mal ein Bild von mir kauft. Das ist kein Kunstsammler. Eine Kunstsammlerin, ein Kunstsammler sind Personen, die 30 Werke kaufen aus einer Serie oder 8 Werke aus einer Serie. Das sind echte Kunstsammler und die haben eine Anforderung an einen Künstler. Das heißt also, die wollen Rezensionen sehen, die wollen Empfehlungsschreiben sehen, die wollen sehen, dass man Bücher schreibt, dass man als Autor tätig ist, auch wie in meinem Fall. Meine Kataloge oder dass man eben auch Galerieausstellungen macht. Und wenn man keine lückenlosen Galerieausstellungen gemacht hat in sogenannten realen Galerien, kann man die natürlich auch online machen. Das heißt, auch Online-Ausstellungen sind interessant für Kunstsammler. Allerdings nicht nur und auch wirklich nur zur Corona-Zeit. Weiterführend ist es wichtig, auch auf Kunstmessen vertreten zu sein. Von Künstlern, von Künstlerinnen. Und zwar in der Galerievertretung. Das heißt also, eine Galerie hat mich als Künstler ausgesucht
und hat dann meine Werke präsentiert. Das ist etwas Gutes und etwas Wertvolles. Und das will ein Sammler sehen. Also ich muss mich immer fragen, was möchte mein Sammler? Was möchte meine Sammlerin? Also der Traumkunden schlechthin. Was ist das für eine Zielgruppe? Und möchte der zum Beispiel auch Museumsauftritte von mir sehen? Das heißt also, muss ich in einem Museum ausgestellt haben? Ohne Kunstgalerie komme ich nicht in ein großes Museum mit viel Reputation, sondern dann komme ich nur in kleine Museumsausstellungen. Das kann man auch gut organisieren und kann das trotzdem für sich verwenden. Galerieverträge kriegt man in der heutigen Zeit erst, wenn man seine Loyalität unter Beweis gestellt hat als Künstler und auch wirklich alle Termine erfüllt hat und auch wirklich immer pünktlich war und auch zuverlässig war. Die unzuverlässigen Künstler, die sogar falsche Arbeiten mitbringen, also wenn gegenständlich abgesprochen ist, kommt dann plötzlich figurativ, das geht nicht in der Kunstbranche. Ja? Das entfällt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass ich auch ein sogenanntes Profil auf einer Webseite habe, die eine Kunstgalerie darstellt. Ja, auch das will ein Sammler sehen. Diese Reputation, dass ich eben auch Künstlerin bin in einer Galerievertretung und eben nicht nur allein unterwegs bin. Jetzt wird natürlich der ein oder andere Künstler und die Künstlerin sagen, es gibt ja auch die Möglichkeit, sich alleine zu vertreten. Das geht auch. Wenn ich ohne Galerie Kunstmarketing betreiben möchte, dann muss ich die erwähnten Punkte, zum Beispiel einer Lesart erfüllen, einer Vita erfüllen und selbstverständlich auch wieder Rezensionen von Galeristinnen und Galeristen, Empfehlungsschreiben von Professoren und natürlich auch in irgendeiner Form eine Lehrtätigkeit mal gemacht oder auch als Autor tätig gewesen sein, als Autorin und auch mal Galerieausstellungen gemacht haben und die füge ich dann dort mit in meine Reputation ein. Empfehlungsschreiben von Sammlern übrigens sind auch wichtig und auch natürlich von Journalisten, von Kunstwissenschaftlerinnen auch nochmal ganz wichtig und ich muss suchmaschinenoptimierte Webseiten erstellen. Dazu muss ich auch ein paar SEO-Bücher lesen. Ja, das SEO ist ganz wichtig. Das heißt also, das Keyword, was ein Sammler, eine Sammlerin eingibt, muss auch am Ende eure Webseite ausspucken. Ja? Und zwar oben und nicht unten auf der 5. oder 10. Seite. Und das ist die Kunst von suchmaschinenoptimierten Webseiten. Natürlich müssen auch die Texte darauf suchmaschinenoptimiert sein. Und auch die Videos. Und selbstverständlich müssen auch die Inhalte, ja, die weiteren Inhalte gut dazu passen. Ja, also auch die Ausstellung. Und ich kann nicht nur Ausstellung im Kaffeehaus angeben, weil ein Sammler, eine Sammlerin, die mehrere Werke kaufen möchte von einem Sammler, von einem Künstler, die möchte ja, dass der Wert des Kunstwerkes nach oben geht und auch stabil bleibt, ja, und sich weiterentwickelt nach oben, weil ja wohlhabende Menschen Kunstwerke kaufen und zwar nicht nur aus der Kunst heraus, also nicht nur aus der Liebe heraus, sondern die wollen ja auch noch eine Problemlösung haben. Das heißt, ich erfülle ihnen einen Wunsch, der damit zu tun hat. Ich erfülle ihre visualisierten Träume. Ich erfülle etwas, was sie sich vorstellen. Ich muss also erstmal feststellen, was ist mein Traumkunde? Wie sieht meine Zielgruppe aus? Wo finde ich den? Welche Richtung male ich? Und dafür muss ich suchmaschinenoptimierte Webseiten machen. Und ich als Galeristin musste stundenlange Techie-Gespräche, also IT-Gespräche mit IT-Leuten über mich ergehen lassen, bis ich dann in der Lage war, diese suchmaschinenoptimierten Texte selber zu schreiben. Und das ist eine richtige Anforderung, die man auch erfüllen muss. Ja? Weil sonst findet einen der Sammler nicht. Und das wäre schade.
Ich bedanke mich, dass Sie bis hierher zugeschaut haben. Ich bin in der PR-Beratung tätig. Das heißt also, ich bin PR-Beraterin und mache auch Business-Coaching für Künstler, für Firmen und auch Image-Beratung. Und natürlich kümmere ich mich in erster Linie um Kunstmarketing für Künstler und auch für meine Kunstakademie und auch für meine Galerie. Oder Galerien, muss man ja schon sagen, weil ich habe ja auch die 80 Galerie und die DGWO Hochhausgalerie ja auch noch in Vertretung mache dort auch das Kunstmarketing. Und selbstverständlich bei der Berlin Produzentengalerie mache ich auch die Galeristin bzw. auch das Kunstmarketing. Und falls Sie Fragen haben, Anmerkungen oder mir schreiben möchten, meine E-Mail lautet Diana. Punkt 80, 80 in einem Wort mit TZIG am Ende, @ Google Mail in einem Wort und dann .com. Und ich würde mich freuen, wenn Sie mir Likes da lassen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, und ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen, und ich bin auch wieder mal auf dem Kanal und lade weitere Videos nach oben und werde Ihnen genaue Auskünfte zur Presseakquisition zukommen lassen. Wie man sozusagen auch an Pressekontakte kommt und wie man auch weiter Öffentlichkeitsarbeit betreibt für seine Galerie und für seine Kunstprodukte und auch für seine Künstler. Herzlichen Dank, Ihre Diana 80.